So, hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Hack. Und zwar diesmal vom lieben Robchu, der hat mir gestern einen zugeschickt. Und der passt mir gerade tatsächlich ganz gut, da ich auch noch keine neue Maker-Folgen aufgenommen habe. Wie ihr seht, gestern kam nichts, ich war nicht schnell genug. Es ist jetzt aber auch gerade wieder alles stressig mit Schule und 9. Klassen kommen wieder und so weiter und so fort. Ich muss Dinge vorbereiten. Und die Let's Plays sind dann nun mal nicht auf dem Hauptpunkt der Planung. Ne? So. Deswegen ganz schnell einmal ein Hack. Magnolia heißt das ganze Ding. Er hat mir gerade eine abgedatete Version geschickt. Mario springt im Hintergrund wahrscheinlich im normalen Screen ein bisschen durch die Gegend. Deswegen hören wir das Sprunggeräusche. Ich weiß nicht, was mich erwartet. 14 Level sollen es sein. Es soll einfach zu spielen sein. Das heißt, wir werden es ohne Saves jetzt wie immer erst probieren. Und gucken mal, was uns erwartet. Hello there. Due to a series of unfinished events, Mario has lost his dearly loved Super Nintendo Konsole. Oh nein, die Konsole ist weg. Auf geht's, wir finden die Konsole. Okay. Ein Level über nichts. Dann gucken wir doch mal, was in dem Level über nichts uns erwartet. Plopp. So, okay. Kann ich in diese Röhre? Yes. Ah, den habe ich ja schon ganz lang nicht mehr. Den Raum habe ich ja schon ganz lang nicht mehr gesehen. Ich wette, der da unten wär mein Leben gewesen, wenn ich mich nicht versprungen hätte. So. Ich weiß nicht, ob ich sie sammeln werde. Ich muss gucken, erstens, wie einfach sie sind zu sammeln und zweitens, ob sie gespeichert werden. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, und da es ein 14-Level-Hack ist, werden sie, glaube ich, auch nicht essentiell wichtig sein. Aber sie sind schon mal eingebaut, also kann man natürlich versuchen, sie auch zu sammeln. Würdest du bitte mal mich in die Röhre testen lassen? Okay. Da ist nichts. Da ist ein Midway Point. Na, das ist doch schon mal was. So, zack, zack. Die Münzen da nach oben sind die einfach nur... Ja, okay, das ist einfach nur eine Reihe, an die man rankommen kann, wenn man möchte. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich da drauf lande. Okay. Da kann ich auch nicht rein. Gut. So. Da ist meine nächste Yoshi-Coin. Ups. Oh, das wäre fast schief gegangen. Zum Glück bin ich exakt der Münzen gefolgt. Den Münzen gefolgt. Kann ich da? Nein, das wäre nur eine Münzenreihe gewesen, die ich jetzt nicht mehr bekommen kann. Da kann ich aber rein. Kann ich nicht. Okay. Dann gehen wir da nicht rein. Da unten ist meine nächste Yoshiko. Da ist erstmal mein nächster Tod. Naja. Okay, tschüss. Jetzt können wir hier unten. Ups, in Ruhe hin. Nicht in den Dings reinrennen. Okay, sehr schön. Eine Yoshi-Coin fehlt noch. Das... Ich habe aber gerade echt mehr Glück als Verstand in dem Level, ne? Uff. Da oben ist bestimmt die letzte Yoshi-Coin. Ich würde da mit der Pflanze wahrscheinlich hochkommen, aber es müsste auch so. Nein, okay. Dann mit der Pflanze. Jawohl. Gut, wir haben alle. Sehr schön. Dann wird jetzt auch das Ziel kommen. Genau, perfekt. Ah, keine Sterne geholt. So, ich halte mich jetzt davon ab, vorzuspulen. Es ist schon richtig, es sind nur ein paar Sekunden. Aber ich hatte schon wieder den Drang, drauf zu drücken. Okay. Out of touch. Wollte ich gerade mit der Shell die Yoshi-Coin ein... Mein Gott, Mario Maker, du machst mich einfach kaputt, ne? Das geht doch hier gar nicht. Das geht doch nur in so Fake-Versionen.
Spielen, wie dem Mario Maker, der nicht echt ist. Nur da geht das. Das hier ist das Original. Da geht das nicht. Mario Maker ist voll Fake News einfach. So. Oh, gib mir das. Nein, gib mir das. Nein, gib mir das. Ich hol mir das, egal was passiert. So, das hab ich doch. Okay. Hups. Mole kann sich mal hier... Ich, der hätte den jetzt gekillt. Warum habe ich es weggenommen? So, tschüss. Ach, Mist. Da ist bestimmt ein Power-Up irgendwo drin. Bitte da oben. Mist. Okay, next Yoshi-Coin. Meine. Drei haben wir schon. Dann ist hier ein Power-Up jetzt drin. Kommt der wieder? Jawohl. Okay. Kein Power-Up. Oh boy. Okay. Da ist wieder so eine... Ah, na, okay, das geht auch. Das ist auch gut. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Rutschi! Da ist mein Power. Sehr gut. Das behalten wir jetzt aber eine Weile. Mark my words. Wow! Okay. Geh mal weg da oben. Ja, er hat recht. Es ist tatsächlich ein schön... Ups. Bisher sind es schöne, einfache Level. Kann man problemlos spielen. Nett gebaut. Da ist meine... Okay, da komme ich anders hoch. Über das komme ich da hoch. Ja, cool. Schönes zweites Level. Ich wollte schon wieder vorspulen. Ich wollte schon wieder. Ich habe immer diesen Drang. Ah, ich muss mich zurückhalten. Es ist wirklich nur, keine Ahnung, es sind 5 oder 6 Sekunden, die man spart. Nicht allzu viel. So, wer ist ein gutes Kind? Robji ist kein gutes Kind, das ist ein Scrolling. Das ist schon mal... Nein, also, wir gucken mal. Auch Scrolling-Level können ja cool sein. Und es wirkt zumindest bisher wie ein Scrolling-Level, bei dem man relativ viel zu tun hat. Insofern wäre das schon mal okay. Ja, die Yoshi-Coin kriegen wir gerade so. Okay. Ich mag diese leicht blasse Palette. Die gefällt mir ganz gut. Weiß nicht, ob man dafür viel machen muss, aber die... Das wirkt so wie die normale Palette, nur alles in blass. Sieht irgendwie cool aus. Ich hoffe, ich habe nicht schon eine Yoshi-Coin verpasst. Aber wir hatten schon mal eine Möglichkeit, einen anderen Weg zu gehen, und den sind wir noch nicht gegangen. Wow, hi, ja, hallöchen. Sowas funktioniert natürlich auch nur in dem Scrolling-Level, weil nur da kommt die Shell wirklich getimed dann auch an, wenn sie kommen soll. Also auch das rechtfertigt wieder, dass es ein Scrolling-Level ist. Sonst könnte man dem viel zu leicht ausweichen. So, dritte Yoshi-Coin. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr... Okay, ich wollte gerade sagen, so langsam kann der Checkpoint bitte kommen. Nice. Sehr, sehr gut. Okay, das hat sich dann erledigt. Wir fahren eine Runde. Wobei, jetzt muss man natürlich aufpassen, da es scrollt. Darf das natürlich nicht schief... Oh mein Gott. Schief gehen. Jetzt wird's interessant. Oh mein Gott. Kriege ich den Pilz wieder? Ja, gerade so. Huh. Es ist tatsächlich... Also ich hätte jetzt niemals den Drang, hier vorzuspulen. Das ist ein gutes Scrolling-Level. Das ist ein echt gutes Scrolling-Level. Man hat die ganze Zeit was zu tun. Das wäre halt nur blöd, wenn man stirbt. Dann muss man alles nochmal machen. Und dann ist der Frustmoment, der halt bei Scrolling-Leveln entsteht, ist dann gekommen, wenn man in einem Scrolling-Level stirbt und nicht schneller wieder durch kann. Weil ich ja immer den Drang habe, alles schnell zu wiederholen, wenn ich einmal gestorben bin, weil wir das alles dann schon kennen. Das geht in dem Scrolling-Level halt nicht. Wenn ich jetzt sterbe, starte ich wieder da, wo ich halt starte. So, haben wir genug Münzen? Jawohl. Wir werden sehen, ob wir die Leben später brauchen. Im Moment haben wir 11. Das ist schon mal gut.
Eine Yoshi-Coin fehlt mir noch. Oh oh. Ich habe eine Yoshi-Coin verpasst. Tja. Das kann ich dann leider nicht ändern. Dann nehme ich zumindest noch so viele Sterne mit, wie ich kriege. Ich könnte mir denken, dass sie da war, wo man so unten unten langlaufen konnte. Da könnte ein Yoshi-Coin gewesen sein. Aber es gibt ja auch keinen Zähler, der anzeigt, ob man alle hat oder nicht. Deswegen denke ich, die sind tatsächlich einfach nur Bonus für Fool's Garden, by the way, das nächste Level. Die Yoshi-Coins sind einfach nur Bonus für... Oh Mist. Ja, Leben halt. Und nicht irgendwie für Progress, den man später braucht. Und sonst würde man ja mindestens so einen Zähler einbauen. Da war ich ein kleiner Fool im Fool's Garden. Okay. So, diesmal. Ist es bezeichnend, dass ich im Fool's Garden tatsächlich gerade zum Fool werde? Bisher habe ich mich doch recht gut eigentlich angestellt. Das ist nur wegen dem Namen. Sonst würde das hier alles nicht passieren. So, sonst wäre ich hier gerade voll gut am Durchlaufen. Fool's Garden, was machst du mit mir? Okay. Es ist auch wirklich gerade noch nichts Schwieriges. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade anstelle. Vielleicht hat mich einfach das Glück gerade verlassen. Das kann natürlich auch sein. So, können wir jetzt einmal hier... Der einzige Fehler war, dass ich in die Blase rein bin. Und dann ging alles bergab. So, davor war alles noch cool. Jetzt haben wir den Fehler wieder gut gemacht, wollte ich sagen. Jetzt können wir weiterspielen. Und dann gehe ich in die nächste Falle rein. Okay. Okay. Oh mein Gott, was ist das gerade? Das gibt's ja nicht. Ich kann es gerade selbst nicht glauben. Es ist tatsächlich so, ne? Die ganze Zeit ging alles gut und dann gab es diesen einen Auslöser und plötzlich geht alles den Bach runter. Unglaublich. So, jetzt sind wir groß. Wir können also nicht an dieser Shell sterben. Wir müssen hier erstmal überleben. Und jetzt haben wir unseren Tiefpunkt überwunden. Bestimmt irgendwas da oben. Haha, haha. Ich dachte es mir doch. So. Oh! Gib mir das. Gib. Nice. So, wir werden aber nicht jetzt anfangen zu fliegen. Zumal das hier in dem Level sowieso nicht so günstig wäre. Sagte er und fliegt das mal eine Runde. Aber da oben sind auch Münzen zum Sammeln, also man kann hier tatsächlich, also es ist tatsächlich auch gedacht, dass man hier so ein bisschen fliegt. Tschüss. Sehr schön, jetzt komme ich hier in Ruhe ran. Und da ist nichts. Okay, Midway Point. Hier könnte ich jetzt genug Anlauf nehmen zum Fliegen, aber wir wollen jetzt mal nicht fliegen. Ich behalte mal die Blume für das Level und vielleicht können wir die Feder wann anders noch gebrauchen. Ich will die jetzt hier mal nicht abusen, zumal es, ich glaube, eh nicht gut ginge. Man kann zwar ein bisschen was fliegen, aber ich glaube, das würde nicht... Oh boy, Mist. Nicht gut gehen, aber gut, egal. So. Jetzt kann ich zumindest die Schwebfähigkeit von der Feder nutzen. Und mir so ein paar Dinge hier vereinfachen. Aber jetzt läuft es wieder, ne? Nachdem wir unsere Problemstelle überwunden haben, läuft es perfekt weiter. Und wir haben alle Yoshi-Coins sogar. Das war knapp. Ist hier ein Bonusraum? Nein. Wir hatten bisher genau diese eine Bonusröhre, sonst habe ich keine bisher gefunden. Muss natürlich nicht heißen, dass da welche sind, aber... Wäre schon interessant, dass es nur diese eine gab, die bisher. Aber auch das, ein schönes Level. Am Anfang war ich tatsächlich der komplette Fool. Machste nix. Purple Wayne.
Aber wir sind ja auf jeden Fall musiktechnisch unterwegs. Waren das hier auch alles Musiknamen? Oh. Nee, Level About Nothing. Ist das Musik? Ich weiß es nicht. Ich meine, Out of Touch könnte was sein. Good Kid könnte was sein. Das ist klar. Fool's Garden ist die Band. Und Purple Rain ist ein Lied. Also es ist hier alles ein bisschen Musik angehaucht von den Levelnamen her. Oder ist es Zufall? Ich weiß es noch nicht. Hier ist auf jeden Fall alles Purple. Das ist schon mal eindeutig. Wir kriegen hier einen Bonus, wenn wir die Kiste, den Dings an. Ah, ich wollte gerade sagen, 4 Münzen kann ich mir nicht vorstellen. Wir nehmen mal lieber einmal die Blume mit. Dann haben wir die Feder in der Reservebox. Gut, hätten wir auch so gehabt, weil ich auch so die Feder noch hatte. Ja, eine Blume in einem Schloss ist eigentlich gar nicht so eine gute Idee, weil die meisten Gegner im Schloss tatsächlich am meisten immun gegen Federn sind. Blume. Hui, wir machen Glitches. Juhu. Ach ja, man muss es immer wieder machen, wenn man ihn kennt. Das ist ein wunderschöner Treppenglitch. Mist. So. Die kann ich genau einmal lesen und dann bin ich tot. Was wird er da reingeschrieben haben? So. Du bist dumm, dass du das gelesen hast? Irgendwie sowas. Oh! Ach so. Lord, we know who we are, yet we know not what we may be. Das habe ich jetzt so blöd vorgelesen, dass es überhaupt nicht episch klingt, aber es ist ein echt schöner Spruch gewesen. Oh je. Ah, da konnte man unten stehen. Einfach mal Vertrauen gehabt. Okay, den Block wollen wir gar nicht kaputt machen. Hallöchen, den hier auch nicht. Das ist eh nichts weiter Wichtiges außer Münzen. Du nicht. Du nicht! Das ist natürlich gefährlich. Oh, da ist mein Ritual Point. Ah, dann hätte ich erst den Ritual Point auslösen können und hier ein höheres Power-Up rausholen können. Aber gut. Dann nicht. Wir haben erst keine Yoshi-Coin. Okay, hier gibt es wahrscheinlich keine Yoshi-Coins. Oh, wir bauen eine Brücke. Hopp. So. Wow, 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 lass mich in Ruhe. Macht der die Dinger zurück? Ja, okay, der macht das genau zurück. Es ist genau das, was man vermutet hat. Also dann gehst du zurück nach oben. Das reicht nur locker aus, hier noch durchzukommen. Das ist überhaupt nicht knapp gebaut, das ist schon mal sehr angenehm. Jetzt muss ich den runterfahren lassen, damit ich da oben drauf komme, ja? Okay. Na dann. Oh. Das war nicht so gut. Jetzt muss ich den runterfahren lassen. Und es gibt tatsächlich keine Yoshi-Coins, weil auch hier sehen wir überhaupt nichts, was wie ein Yoshi-Coin aussieht. Oho, das wird unangenehm. Ich weiß nämlich nicht, wann das wieder hochfährt. Okay. Wow! Okay. Resnor-Kampf in klein. Ich kann es nur versauen. Oh, Junge. Yes! Oh, mein Gott. Es ist immer so peinlich, wenn man diesen Kampf versaut, aber es passiert halt leider. Jetzt ist es nicht passiert. So, und da ich wieder schlechtes Internet habe, werde ich den Part auch recht kurz machen, damit ich den auch hochladen kann. Danke fürs Zuschauen. Was heißt recht kurz? 20 Minuten. Ist ja in Ordnung, ne? Und tschüss.